Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen in Wien Hauptbahnhof. Die heutige Fahrt führt uns über die Strecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt und als Triebfahrzeug kommt heute der Railjet in der ORF-Lackierung oder im ORF-Design zum Einsatz. Und ja, wir setzen uns direkt in die Lokomotive hinein. Heute ist die 1116-232 unser Zugpferd und rüsten die auf, damit wir gleich aus dem Bahnhof ausfahren können. Als allererstes aktivieren wir natürlich bei der Lokomotive die Batterie, insofern sie nicht schon eingeschaltet ist. Die leuchtet schon hinten, aber die Batteriekreise A und B brauchen wir natürlich auch noch. Ja, der Steuerschalter wird dazu kurz in der Startposition gehalten. Wir warten dann, bis die 120 Volt an Spannung angezeigt werden, dann sind hier auch alle Lampen aktiv. Die Einstellung für den Stromabnehmer stellen wir schon mal auf die, können wir eine Automatikstellung eigentlich lassen. Und ansonsten, ja, vielleicht noch ganz wichtig, dass wir die Türsteuerung auf ÖBB setzen, weil wir natürlich Österreicher Wagenmaterial hinten dran haben. Weiter geht's mit dem Fahrtrichtungswender, der wird in die Stellung M verlegt. Damit sollten dann die Systeme der Lokomotive aktiviert werden und ja, sich der Bordcomputer langsam hochfahren. Und auch nach hier einigen Sekunden Wartezeit können wir direkt weitermachen und ja, den Stromabnehmer heben. So, den Stromnehmer finden wir hier drüben und den einmal nach oben gedrückt. Und dann sollte der auch direkt am Fahrdraht ankommen. Genau, in Fahrtrichtung der vordere wurde gehoben und der Hauptschalter wird auch gleich noch eingeschalten, sobald hier das Fältchen blau wird. Zack. Der ist drinne und damit können wir eigentlich schon den Führerstand wechseln und zwar in den vorderen Teil der Lokomotive. Und dann können wir auch direkt in Fahrtrichtung links die Türen öffnen. Dazu einmal die Taste T gedrückt und dann öffnen sich am gesamten Zug die Türen. So, ich sehe gerade, der Stromabnehmer wechselt wieder auf den hinteren. Ja, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir die automatische Stromabnehmerwahl aktiviert haben. Weil jetzt hat eben das Fahrzeug mitbekommen, okay, wir möchten in diese Richtung fahren und dann hebt er automatisch den hinteren Stromabnehmer. Ja, weiter geht's mit den Funktionen der Lokomotive. Wir schalten außerdem die E-Bremserhöhung ein, bestätigen das Ganze mit der E-Taste. Railjet-Betrieb ist bereits eingeschaltet, wunderbar. Und ja, Instrumentenbeleuchtung und Führerstandsbeleuchtung bzw. Führerpultbeleuchtung wird aktiviert. Türen haben sich mittlerweile auch schon geschlossen. Okay, ja, wir haben den Fahrplan einzuhalten. Nächster Halt ist dann Wien-Meidlingen auf Gleis 5. Türen bitte zu, Fahrtrichtungswender nach vorne. Ganz kurz noch nachgeschaut, dass die Notbremsschleife deaktiviert ist. Die finden wir im mittleren Teil. Genau hier. Und genau, dann könnten wir eigentlich noch die Federspeicherbremse lösen und uns auf große Reise machen in Richtung. Jetzt muss ich gucken. Ja, müsste so sein. Ja, aufmachen in Richtung Wiener Neustadt. So, Bremsen sind gelöst. Leistung ausschalten. Die AFB holen wir uns dann dazu, wenn wir schon im Rollen sind. Ich möchte jetzt hier nicht noch mehr Zeit, ja, verlieren. Wir sind heute unterwegs als Railjet 535 nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof. In Wiener Neustadt Hauptbahnhof findet ein, ja, TF-Wechsel statt. Fälschlicherweise steht jetzt hier TF-ZF, was eigentlich für Triebfahrzeugfahrt steht, aber das wird, ja, jetzt mal klugscheißerisch gesagt, relativ oft falsch gemacht. TF-ZF steht für die Triebfahrzeugfahrt, also bezeichnet eben einen Fahrvorgang mit einer einzelnen Lokomotive zum Beispiel. Und TF ist die Abkürzung für Triebfahrzeugführer, was eben, ja, den Lokführer, die Lokführerin meint. Es kann natürlich sein, dass das in Österreich ein bisschen anders ist, aber ich denke mal, dass es sich an dieser Stelle hier auch mit den Begriffen doppeln wird. So, 40 km pro Stunde haben wir auf dem Tacho. Leistung geht auf 0 runter. Der AFB-V-Sollsteller wird in die höchste Stellung verlegt. Ich sehe gerade, die Zugsammelschiene haben wir auch noch nicht eingeschaltet. Das sollten wir machen, damit unsere Fahrgäste hinten auch Strom haben in den Wagen. Und zum Beispiel das Smartphone oder Tablet eben aufladen können. So, die AFB ist jetzt auch hinzugeschalten und wir können jetzt
final auf, ja, sogar gleich die 80 beschleunigen. Erstmal Streckenhöchstgeschwindigkeit, was am Signal angeschrieben war. Ja, und sehr cool. Hier oben kommt gerade noch ein anderer Railjet angezischt. Der möchte auch nach Wien Hauptbahnhof einfahren. So, Leistung jetzt aber auf und dann einmal auf 80 bitte. Ja, Wien-Meidling wird in ca. 2,4 Kilometern erreicht. Also allzu viel Zeit haben wir gar nicht. Und hier nehmen wir bitte noch die 80 als Geschwindigkeitsmarke. Ja, die Strecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt ist als Freeware für den Train Simulator erhältlich und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Strecke umfasst ja, die größeren Bahnhöfe Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling und ja, Wien und Neustadt selbst natürlich. Mit einer Streckenlänge von, ich glaube, rund 50 Kilometer waren das, die wir zurückzulegen haben. Genau, Wien und Neustadt aktuell noch 46 Kilometer entfernt. Und die Strecke müsste sich auch unmittelbar an die Südbahn anschließen, welche wir im Train Simulator schon von RSSLO und gleichzeitig auch noch von Dovetail Games ja, zur Verfügung haben. So, 80 stehen dann angeschrieben und nochmal zum Quittieren bitte. So, Wien-Meidling, Gleis 5 ist schon in Sichtweite. Und dann bremsen wir so langsam rein. Unter 85 sind wir sowieso schon. Von daher ist das gar kein Problem. Und der Railjet, ja, der bremst ja super. Deswegen, da sollten wir eigentlich keine Probleme jetzt bekommen. Die Luftdruckbremse können wir sogar schon wieder auslösen und wir kümmern uns dann hier um die ja, Abbremsung rein mit der E-Bremse bis auf die letzten ja, km/h runter. Da wird dann natürlich auch wieder die Luftdruckbremse genutzt, weil anders anhalten können wir dann eben leider nicht. Beziehungsweise das Sicherstellen des Zuges, dass er eben nicht wegrollt, ist auch nur mit der Luftdruckbremse an der Stelle möglich. Oder gegebenenfalls eben mit der Feststellbremse, in dem Fall halt der Federspeicherbremse. So, Türen in Fahrtrichtung links öffnen. Da drüben kommt auch ein Talent gerade reingezischt. 4023 ist es, glaube ich, ne? Ne, 4024, okay. Nah dran. Ja, der zieht durch. Die Türen sind an unserem Zug auch geöffnet. Die Fahrgäste können rein und raus hüpfen. Und die Ankunft ja, in Wien-Meidling war für 10.29 Uhr geplant. Wir haben es 10.30 Uhr, also Verspätung von rund einer Minute. Und 10.32 Uhr ist dann wieder die Abfahrt. Die Ankunft in Wiener Neustadt Hauptbahnhof, die ist dann für 10.57 Uhr geplant. Und die Abfahrt ja, für 10.58 Uhr. Damit der Kollege dann aber hier den Führerstand noch für sich bereit machen kann, sollten wir nach Möglichkeit etwas eher in den Bahnhof einfahren. Da müssen wir zusehen, dass wir uns da etwas beeilen. So, Luftdruckbremse können wir schon lösen. Die Lokbremse würde ich aber ganz gerne noch anziehen. Die löst dann relativ schnell. Aber der Wagenpark, der sollte auch durch die Lokbremse hier gehalten werden können. Ja, noch 30 Minuten haben wir. 30 Sekunden, nicht 30 Minuten. Ansonsten noch ganz kurz checken, dass die Beleuchtung hinten, die Zugschlussleuchten am Steuerwagen aktiv sind. Das ist der Fall. Und bei der Lokomotive vorne natürlich aus. Dafür sorgt eben der Railjet-Betrieb. Ja, und das Design des ORFs bringt natürlich auch die entsprechende Werbung außen mit. ORF TVT, Fernsehen wann und wo sie wollen. Soll jetzt keine Werbung für die sein, aber ja, ich finde das Design ist ganz cool gewählt. Und im Gegensatz zu den ja, gewöhnlichen Lackierungen oder Farbvarianten des Railjets auch mal ganz interessant. So, Türen sind zu.
Leistung auf. Ja, wir hätten eigentlich noch warten müssen, bis das T wirklich konstant leuchtet. Da war ich etwas schneller als gedacht. So, Wechselblinken ist aktiv. Damit werden wir auf eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde begrenzt. Die Ausfahrt selbst, ja, erfolgt aber sogar mit der 80. Und auch hier wieder Ankündigung für Langsamfahrt. Ist quittierungsbedürftig. Ja, der Zug reguliert auch selbstständig wieder die Leistung. Das macht sich in Österreich immer ganz gut. Dann kommen wir hier über die 40er-Marke nicht drüber weg. Sondern erst dann, wenn das Wechselblinken eben aufhört. Und dann eben ja das System von Siemens hier eingreift und uns quasi mehr Zugkraft gewährt. So, eigentlich ist jetzt keine Beeinflussung zu erwarten. Aber das Wechselblinken sollte sowieso in wenigen Sekunden von selbst deaktiviert werden. Und deshalb springen wir mal ganz kurz in die Außenansicht und nehmen die Lokomotive von da mit. Ja, auf der einen Seite ist rot, oder besser gesagt, der ganze Zug ist auf der einen Seite rot mit dem weißen Zielstreifen und ja, das Signal ist nicht für uns. Ja, auf der anderen Seite eben in einem dunkelblau, tiefblau. Ach komm, ich bin jetzt mal. Genau, auf 80 hoch. Und ja, nächster Halt ist dann Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin die Strecke, glaube ich, bisher noch gar nicht komplett gefahren. Ich weiß auch nicht, ob wir dazu schon mal ein Video erstellt haben. Also der weitere Fahrtverlauf ist auch mir komplett ungewiss. Es könnte sein, dass wir schon mal einen Teil dieser Strecke auf der Südbahn gefahren sind. Von RSSLO, speziell Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Sollte da schon ein bisschen bekannt sein. Aber der Rest, muss ich ganz ehrlich passen, kenne ich bisher noch nicht und ist auch für mich an dieser Stelle wahrscheinlich neu. Oder ich kann mich eben nicht dran erinnern, was aber, ja, summa summarum auf den, aufs selbe Ergebnis kommt. So, wir dürfen 120 fahren, dann wollen wir das auch bitte tun. Na komm, nicht volle Zugkraft, aber ein bisschen schon. Und deswegen werde ich heute auch mal etwas öfter zwischenspeichern. Weil ich weiß nicht, ob hier jetzt plötzlich irgendwo große Gleisfelder auftauchen, ob irgendwelche anderen ja, speicherlastigen Inhalte auf der Strecke existieren. Aber auch hier sehr cool. Wieder so Details wie Heißluftortungsanlagen oder Festbremsortungsanlagen. Was es jetzt hier in dem Fall genau ist, weiß ich nicht, aber es sieht aus wie eine Heißluftortungsanlage. Aber da kann sich natürlich auch alles Mögliche dahinter verbirgen. Im Grunde genommen, ja, ist ja die Technik, ja, recht ähnlich. So, alle Signale auf grün, okay. Ganz kurz nochmal zum Nachprüfen, wie weit es denn bis nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof ist. Wir haben rund 40 Kilometer noch vor uns. Keine Zwischenhalte geplant, also sollte es ja eigentlich problemlos verlaufen. So, ich fand hier noch ganz interessant, dass man hier eben die Weiche ins Nirgendwo geführt hat. Besser gesagt, dass hier ja, der Mast genau an der Stelle positioniert wurde, wo eben früher mal ein Gleis lang ging. Und auch sehr, sehr schön, dass man hier noch die Endetafel mit eingebaut hat, die eben das Gleisende markiert. Drüben geht's weiter. Ein Alpenstaubsauger, Reihe 10 oder L44. Genau, L44 ist es. Und sie bespannt einen Holzzug. Ja, richtige Premierenfahrt eigentlich. Da drüben noch eine kleine Diesellokomotive. Findet man ja auch nicht so oft in Österreich. Da ist eben das meiste, auch was den Verschubdienst angeht, mit E-Loks ausgerüstet oder mit E-Loks abgehandelt.
glaube, die 1063 war das. Die müssten wir ja auch schon mal gefahren sein. Die wird ja auch eigentlich österreichweit im Verschubdienst eingesetzt. So, und ich sehe gerade, wir dürfen sogar auf 160 beschleunigen. Zuglängenmesser aktivieren. Und dann Hebel nach vorne. Ja, jetzt sind wir aber durch. Dann hat es den Zuglängenmesser leider nicht aktiviert. Oder zumindest nicht so schnell wie geplant. Die S-Bahn kommt uns auch entgegen. Grüß dich, Kollege. Und dann volle Kraft voraus. 200 Kilonewton Zugkraft. Unglaublich. So, was sagt das Signal? Freie Fahrt, wie es scheint. Und dann nehmen wir uns ganz kurz nochmal einen Moment, um das Fahrzeug von außen zu betrachten. Ja, ich merke gerade, es ruckelt etwas, was aber höchstwahrscheinlich am Simulator liegt und nicht am Computer. Fernsehen, wann und wo Sie wollen. So, der 160er Abschnitt scheint sogar etwas länger zu sein. Mal gucken. Vielleicht haben wir sogar die Ehre, den kompletten Streckenabschnitt mit bis zu 160 km/h zurückzulegen. Das fände ich jetzt sogar ein bisschen schade, weil eigentlich wollte ich ein bisschen was von der Strecke sehen. Aber aktuell sind hier im Stadtgebiet sowieso rechts und links gar nicht gut. Sowieso nur Bäume und hier fahren die Autos noch drüber. Okay, Schranken sind zu. Jetzt ist es eigentlich auch egal. Da brauchen wir auch keine Schnellbremsung mehr. Es hätte jetzt nur noch Zeit gespart, wenn eben irgendwo ein Auto gemeint hätte. Jo. Wir versuchen es mal, ne? Nach dem Motto. Ich weiß, die Lokbremse ist noch nicht ganz lose. Naja, komm. Komm, 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 dalli, dalli, dalli. Wir müssen wieder in Fahrt kommen. Ich weiß, das ist unsauber, das Anfahren, wie wir es hier gerade machen. 300 Kilonewton. Das zieht aber die Leute vom Sitz. Aber wir müssen wieder auf die 160 hoch. Und das so schnell es geht. Wir haben genug Fahrzeit verloren. Ja, da sollte man sich vielleicht mal bei den Fahrgästen für diese unsaubere Fahrweise entschuldigen. Aber für den geöffneten Bahnübergang oder für die Autos, die es eben doch noch versuchen, zwischen den Halbschranken hindurch zu schaffen, ja, die sind der eigentliche Auslöser und für die können wir eigentlich nichts. Aber trotzdem nehmen wir natürlich an der Stelle als Lokführer die Schuld, ja, im Sinne der Fahrgastinformation auf uns. Weil die meisten gehen dann immer davon aus, hey, wieso macht der Lokführer da vorne so einen Schnulli-Krams? Muss doch nicht sein. Kann doch auch ordentlich fahren. Aber nein, der Lokführer, Triebfahrzeugführer, der kann da in der Regel nichts dafür. Ich merke auch gerade, hier wird es ein bisschen von der Vegetation etwas leerer. Ich meine, gut, jetzt bei dem Hügel hier, da stört das nicht allzu viel. Da weiß man jetzt auch, dass es dahinter wahrscheinlich leer ist und eben nicht austexturiert, beziehungsweise keine Objekte verbaut sind. Können wir ganz kurz lunzen? Ach doch, tatsächlich. Ein bisschen Wald hat man aufgebaut und ein paar Häuschen. Ja, die sind eben wahrscheinlich aus der anderen Richtung dann wieder erkennbar. Ja,
Ja, und performance-technisch ist die Strecke wirklich ein bisschen hucklig noch. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da in ja, eventuell neueren Versionen noch ein bisschen Wert drauf gelegt wird, dass man vielleicht das ein oder andere Asset auch von der Vegetation eventuell noch entfernen würde oder eben durch andere Assets austauschen würde, die ja, wesentlich performanter sind. Schon wieder auf einer Bahnübergang. Ich kann jetzt hier nicht jedes Mal eine Schnellbremsung einleiten. Also wäre das jetzt bei einem der Fall? Ja. Aber wir drücken mal schnell hier aufs Horn. In der Hoffnung, dass dann keiner durchfährt. So, leuchtet da was Gelbes? Ich glaube. Ja, da leuchtet was Gelbes. Oh, da müssen wir weit mit der Geschwindigkeit runter. Okidoki. Luftdruckbremse wieder zunehmen. Ja, zweimal grün, einmal gelb. Heißt für uns 60 anpeilen. Und die 85 haben wir auch schon unterschritten. Den Rest darf die E-Bremse selbst machen. Beziehungsweise der Rollwiderstand. So, die E-Bremse sollte damit auch wieder eingekuppelt sein. Ja. Die hängt wieder drinnen. Das ist doch jetzt aber noch nicht Wiener Neustadt Hauptbahnhof, oder? Genau, das sind noch 25 Kilometer. Weit genug. Aber wir haben hier vorne Doppelgrün. Und da muss eben langsamer gefahren werden. Ja, 63, ne? Passt schon. Schade, die rote Seite möchte sich nicht so richtig zeigen heute. Okay, mit Gegengleisfahrt. Na gut, dann bekommen wir die rote Seite jetzt zu sehen. Wenn auch nur durch die Gegengleisfahrt ausgelöst. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist hier irgendein Weichedefekt, dass man uns hier umleitet oder mit was es zusammenhängt. So, die 160 sind wieder angeschrieben. Aber ich möchte dazu bitte noch den weichen Bereich verlassen. Und erst dann beschleunigen wir wieder. Beziehungsweise gut, ab dem Hauptsignal dann hier. Sollten wir es ja eigentlich gleich sehen, wenn wir da mit dem Zug durch sind. Was ist denn das für ein großer Busch da vorne gewesen? Der nur dann aufploppt, wenn man nicht genau hinguckt. Aber ja, es bleibt wahrscheinlich bei der Gegengleisfahrt. Aber das sollte in Österreich kein Problem darstellen, denn da ist der Betrieb so ausgerichtet, dass er auf beiden Richtungsgleisen durchgeführt werden kann. Es kann auch sein, dass wir hier einen regulären Linksbetrieb haben. Das ist natürlich auch möglich. Gerade auf der Südbahn gab es da natürlich auch schon Umstellungen. Und grundsätzlich kann man ja sowieso beide Gleise in beiden Richtungen benutzen. Natürlich nicht zeitgleich. Das geht nur dann, wenn der Betrieb entweder für eine Richtung festgelegt ist. Aber übereinander hüpfen können wir die Züge dann nicht lassen. Also entweder wenn frei ist, dann in eine Richtung auf beiden Gleisen. Oder eben ja, in unterschiedlichen Richtungen auf jeweils einem Gleis. Huch, was haben wir denn da? Anzeigefehler, okay. Ach nein, bitte jetzt nicht mehr in der Fahrt. Ich sehe doch gar keine Signale. Das ist nicht gut.
Und noch einer. Ich sehe nicht, wo wir hinfahren. Das ist semi-optimal. Nach hinten können wir gucken, da ist kein Problem, aber wieso kommt das jetzt nach vorne ständig? Ich will das nicht. Ich möchte gerne freie Sicht haben. Wir haben sogar nur noch 20 Kilometer. Das ist auch schön. Da haben wir jetzt mit dem Railjet hier noch ein bisschen, ja, ich sag mal, Hochgeschwindigkeitsfeeling. Was ich ja wirklich genial fände, wenn auch mal die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien-Westbahnhof und St. Pölten durchs Thulner Feld Einzug finden würde in den Train Simulator oder wahlweise auch in Train Sim World, wo ja sowieso aktuell meiner Ansicht nach noch definitiv Aufholbedarf ist, was österreichische Strecken und Rollmaterial angeht. Aber da können wir uns wirklich nur gedulden und darauf hoffen, dass auch da für die österreichischen Freunde der Eisenbahn bald etwas Neues erscheinen wird. Weil man hat es ja schon im Train Simulator gesehen, DTG hat schon auch irgendwo Österreich bedient, aber ja, eben mit keiner allzu großen Streckenvielfalt. Wobei man doch sagen kann, dass DTG bei der Semmeringbahn wirklich gute Arbeit geleistet hat. Das ist wirklich auch mit einer der Lieblingsstrecken, die ich persönlich von DTG habe. Weil die Semmeringbahn, die ist einfach wirklich richtig schön umgesetzt worden. Gut, mit den Signalen gibt es an den ein oder anderen Stellen da wirklich noch massive Probleme. Aber das sei mal so am Rande mit erwähnt. Ja, Grund für mein Geradeausstarren ist heute, dass ich, wie gesagt, von der Strecke nicht allzu viel bisher kenne. Lediglich jetzt die beiden Bahnhöfe. An den Rest erinnere ich mich überhaupt nicht oder habe ihn vielleicht auch noch gar nicht gesehen. Weil wenn wir die Strecke wirklich schon gefahren sind, dann glaube ich nicht in dem Hochgeschwindigkeitsbereich hier und ich glaube auch nicht in voller Länge. Wenn, dann hatten wir irgendwie einen Nahverkehrszug. Und ich glaube, ich wollte die Strecke damals ausprobieren, aber die ist in der 32-Bit-Version vom Train Simulator bei mir immer wieder gecrashed. Und dann hatte ich, glaube ich, gar keine Lust darauf, die weiterzufahren. Es könnte sein, dass dann schlussendlich deswegen dazu gar kein Video erstellt wurde. Weil klar, wenn ein Simulator fünfmal innerhalb von fünf Streckenkilometern crasht, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich zu dem Zeitpunkt wirklich keine Lust, das weiter zu verfolgen. Weil irgendwo möchte man natürlich auch fahren und nicht im Endeffekt dann alles im Schnittprogramm zusammenbasteln müssen und da wirklich einen Frame an den anderen hängen und im Endeffekt mehr Aufwand in die Schnittarbeit hineinstecken, als in das eigentliche Video beim Aufnehmen. Aber das war so selten der Fall. Das ist vielleicht mal bei dieser einen Strecke hier aufgetreten oder vielleicht noch bei einer anderen Freeware-Strecke mal. Aber ich kann dich beruhigen, mehr als ein oder zwei Videos sind da in den ganzen, wie lange mache ich das jetzt eigentlich schon? Mittlerweile müssen sie über 5 Jahre sein. Innerhalb dieser 5 Jahre ist da eigentlich vielleicht ein oder insgesamt 2 Videos untergegangen. Na komm, gut, dann nehmen wir eben beides. So, auf 100 runterbremsen, da wird auch kein 1000er aktiv. Das wäre sehr kontraproduktiv, auch für die Züge, die eben in der oberen Zugart unterwegs sind. Denn dann würden wir zumindest auf eine Geschwindigkeit von 85 km pro Stunde heruntergezwungen werden. Und wieder Leistung hoch. Kommt auch noch eine andere Strecke reingezweigt. Und ab hier vorne gelten dann die 100. So, Signal sollte gleich zurückfallen. Genau, tut es auch. Wobei doch, der Streckenabschnitt kommt mir bekannt vor. Na klar, Sollenau. Hier sind wir schon lang gefahren. Da hatten wir allerdings
Die ER20, glaube ich. Mit der müssten wir. Ach, wie hieß denn der? Die Strecke. Den Streckenabschnitt hier, den kennen wir schon. Den sind wir schon gefahren. Aber in einer. Auf einer anderen Strecke. Ich habe mir den Namen jetzt leider nicht gemerkt. Da hatten wir die Ehre, einen Vorab-Einblick zu bekommen. Und ich glaube, den hatte ich dir auch vor circa einem Jahr schon zur Verfügung gestellt. Also, wenn du dich dafür interessierst oder vielleicht auch erst später dazugestoßen bist, dann mal ein paar Videos zurückscrollen. Da werden wir von Wien und Neustadt, glaube ich, über Sollenau in irgendeinen anderen Bahnhof, in so ein anderes Dörfchen geführt. Das war dann halt wirklich sehr, sehr viel Nebenbahn-Action, sage ich mal, in dem Video. Aber sehr cool, dass sich das dann auch hier wieder so zusammenfügt. Als Anknüpfung eben an die Südbahn. So, Hebel auf den Tisch legen. Jetzt zieht er wieder ordentlich. Ja, wahrscheinlich war auch dieser Gleiswechselbetrieb hier zwischen Sollenau und dem Bahnhof davor geplant, weil die S-Bahn hat auch angehalten, beziehungsweise durfte wahrscheinlich in den Bahnhof davor die Fahrgäste gerade noch rauslassen. Also scheinbar wurde das irgendwie durchgetaktet. Den Grund dafür kenne auch ich an der Stelle nicht. Stand nichts in der Szenariobeschreibung drin. Allgemein, da gab es überhaupt keine Hinweise. Ich habe mich jetzt hier einfach blind reingestürzt. Ich wusste nicht, wie lange die Fahrt dauern wird. Ich wusste auch nicht genau, wo es entlang gehen wird. Ich wusste nur, dass wir die Strecke haben zwischen Wiener Hauptbahnhof und Wiener Neustadt. Aber alles Weitere war auch für mich ein Griff ins Blaue. Und ich habe mich einfach davon überraschen lassen, was mich erwartet. Ich wusste, dass wir Taurus fahren werden, dass wir Railjet Advanced fahren. Aber wo es lang geht, was der heutige Auftrag genau sein wird, wusste ich bis dato alles noch nicht. Das war wirklich, nach dem Motto Augen zu und durch, auch wenn das hier im positiven Sinne gemeint ist. Und da sind es nur noch 3 Kilometer, okay. Dann Leistung schon mal runter. Das Signal nach Arma ist nicht zu quittieren. Er lässt einen Fahrtbegriff erwarten. Na komm, liebe E-Bremse. Ach. Dass die sich manchmal einfach nicht greifen lassen möchte. Komm, gib her jetzt. Danke. Ein Glück, dass da kein GPA lag. So, halt erwarten. Damit dürfte es wahrscheinlich heute das letzte Vorsignal gewesen sein. Mal gucken. Ja, und wenn dir diese, etwas kürzere Fahrt gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, wie das natürlich für jedes Video gilt. Und gerne den Kanal abonnieren, wenn du an weiteren Inhalten zur Eisenbahn interessiert bist. Wir fahren allerspätestens jeden dritten Tag um 14 Uhr gemeinsam eine kleine Runde, entweder im Train-Simulator, in Zusi vielleicht auch bald mal wieder, oder es kommt eine richtige Führerstandsmitfahrt von der echten Eisenbahn. All diese Optionen stehen hin und wieder eben zur Verfügung und ganz wichtig hier quittieren. Ach so, nee. In dem Fall scheinbar nicht. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung unter dem Video freuen, in Form eines Kommentars oder eben Daumen nach oben oder Daumen nach unten.
Und ja, sage damit danke fürs Zusehen, wünsche weiterhin allseits gute Fahrt. Natürlich auch gerne auf der Strecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Neustadt. Ist sehr schön, die Strecke, kann ich nur weiterempfehlen. So ein paar kleine Bugs hier und da sind jetzt mal außen dran geschrieben. Sollte an den Objekten liegen und nicht an der Strecke. Auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Und wenn das der Fall war, gehen wir hier beide mit einem Lächeln aus dem Video raus. Und damit tschüss und auf Wiedersehen.